wenn man anruft, dann sagen sie, ja gut, der Techniker kommt, danke. Und dann stehen wir vor den Türen und dann kommt, ah, habe nicht gewusst, dass ihr es sind, dann sage ich, doch, ich. Aber wenn er will, kann ich gerne noch einen Schnauz machen, dann bin ich ein Mann. Und dann lachen wir meistens darüber und dann hat es sich gelöst. Ich bin Elisa Donno, arbeite seit 9 Jahren als Servicetechniker. Angefangen habe ich in der Ostschweiz, St. Gallen. Und jetzt seit 2016, also 6 Jahre schon, in der Romandie unterwegs. Ich bin ursprünglich Elektromonteur, habe die Lehre gemacht, nachher noch 9 Jahre auf dem Beruf gearbeitet und durch puren Zufall habe ich einen ehemaligen Arbeitskollegen von St. Gallen an einem Standort getroffen. Der hat mir dem vom Beruf erzählt, dass man dann jemanden auch sucht und vor allem auch Frauen. Dann habe ich gedacht, wieso nicht? Ich packe die Challenge. Und so bin ich dann zum Servicetechniker ausgebildet worden und durfte diesen Job ausführen. Ich erlebe meine tägliche Arbeit als Servicetechniker spannend, lehrreich. Es ist jeden Tag eine neue Challenge. Ich weiss nie, was mich erwartet beim Kunden. Es kann sein, dass er mega hässig ist, weil er mega happy ist. Wir erleben alle Facetten eigentlich vom Leben. Diese Woche hatte ich die Chance, zu einer 99-jährigen Dame zu gehen. Mega happy, mega lässige Dame, hat mir auch etwas von ihrem Leben erzählt. Das ist das Schöne und auch nicht Schöne von unserem Beruf. Und das, was ich am meisten liebe, ist wirklich, ich bin selbstständig unterwegs. Ich kann machen und tun, was ich will, indirekt. Ja, nicht ganz, aber fast. Und man sieht eben, man kommt relativ weit. Hilfsweise haben wir auf dem Marsch aushelfen von der Ostschweiz aus, weil es zu viel Arbeit hatte. Und dort habe ich dann in der zweiten Woche meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und durch das ist dann irgendwann die Entscheidung gefallen, wer sich von uns zwei bewegt. Und die Entscheidung hat nicht gefällt, dass ich mich bewege. Durch das hat es mich nachher in die schöne Westschweiz verschlagen, in die schöne Freiburg, wo mich immer wieder auch an die Ostschweiz erinnert, wenn ich in den Bergen bin und so. Und die Stadt Freiburg hat auch sehr viele schöne Sachen, die wir in der Ostschweiz auch kennen, wie die Altstadt, Berge. Und jetzt ist mein Leben da und ich bin glücklich. Je voulais parler encore de notre team leader Bernard de la Camba. Donc toutes les deux, Elisa et moi, nous sommes très contentes de l'avoir comme responsable parce qu'il nous soutient en tant que femme et il essaye de nous promouvoir aussi. Voilà. Merci ja. Bernard. Ja, danke vielmals Bernard. Auch ich als Mutter von einer 3,5-jährigen Tochter ist immer da, wenn ich ein Problem habe, was auch immer ist. Wir finden immer eine Lösung, sei es mit der Planung der Ferien, sei es mit dem Samstagstour, alles immer. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Glück gehabt, als ich in St. Gallen beim Bruno Manser angefangen habe. Er hat mich auch immer sehr fest unterstützt und dank ihm und ehemaligen Urs Furimann oder OP, Chef war in der Ostschweiz. Dank ihnen bin ich auch in die Romandie über. Also danke vielmals an so Chefs. Wir brauchen mehr von denen. Danke.